Joe Zimbauer, ein Tag nach dem 0:7 gestern gegen den FC Basel, schlaflose Nacht gehabt? Ja, gut, schläft man sicherlich nicht, ja, aber wir haben es heute Morgen ja schon mit der Mannschaft jetzt auch besprochen. Und wenn man dann am Trainingsplatz steht, wird es dann wieder besser. Aber wir müssen uns jetzt auf sie auch konzentrieren, das ist wichtig. Die Spieler, die gestern gespielt haben, die sind heute am Regenerieren. Wie ist die Stimmung? Ja, nicht gut. Es ist normal, dass man, wenn man so ein Ergebnis bespielt, dann ist es natürlich am nächsten Tag nicht sehr gut. Aber es nützt nichts, wir müssen uns schütteln. Wir müssen jetzt diesen Frust, den wir vielleicht danach jetzt hat, wenn man sieht, dann, was da passiert ist, den Frust jetzt damit reinnehmen in das Spiel gegen Sion. Wie geht es einem da als Trainer, wenn die Mannschaft dermaßen unter die Räder kommt, 0:7 verliert? Man ist Trainer, man kann ja nicht selber auf den Platz gehen und es besser machen. Wie geht man mit dieser Situation um? Fühlt man sich da sogar ein bisschen hilflos? Nein, A verlieren wir gemeinsam. Also ich bin ja auch ein Stück oder ein Teil der Mannschaft und wir gewinnen oder wir verlieren zusammen und wir fühlen uns, glaube ich, alle schlecht nach so einem Spiel und genauso wie wir uns dann schlecht spielen nach einem schlechten Spiel, genauso fühlen wir uns auch gut nach einem guten Spiel. Wir haben gegen Sion gezeigt, dass wir eben auswärts auch gut kompakt stehen können und auch in den Kampf konnten. Das haben wir gestern nicht gemacht und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir eben beides kombinieren, nämlich den Kampf und dann auch ein bisschen Spielwitz mitkriegen. Und somit haben wir auch eine Chance, wieder am Mittwoch es besser zu machen. Kann man so ein Spiel überhaupt analysieren, wenn man 0:7 hört und sieht auf dem Rasen? Ist es da müssig, zu sagen, da sind einzelne Fehler passiert? Oder wie analysiert man so ein Spiel? Ja, es kommt darauf an, teils. Mal macht man so, mal macht man so. Aber ich glaube, nach dem 0:7 braucht man nicht viel analysieren. Wir wissen genau, was wir falsch gemacht haben. Wir haben die erste Halbzeit gut angenommen, haben dann in der zweiten Halbzeit ein Eigentor gemacht, hätten dann vielleicht das 2:1 durch den Elfmeter auch vielleicht nachlegen können, dann wäre es vielleicht besser gewesen oder auch schon in der ersten Halbzeit 1:1 machen können. Das haben wir nicht gemacht und dann wirst du im Endeffekt, wenn du nicht mehr in den Kampf gehst und auch den Plan immer durchziehst, dann auch durch so eine Mannschaft wie Basel brutal bestraft und da brauchen wir nicht mehr viel analysieren. Wir haben das besprochen kurz, aber wir brauchen das nicht mehr reingehen. Wir müssen uns auf Mittwoch konzentrieren, das ist wichtiger. Sion steht vor der Tür und da wollen wir alles besser machen. Wenn man so die Stimmung angeschaut hat, gestern im Stadion, die Fans sind auch recht unten durch müssen. Es hat zum Teil gegen den Schluss sogar noch einen höhnischen Applaus gegeben. Auch die Leute sind frustriert aus dem Stadion rausgegangen. Das ist wahrscheinlich nachvollziehbar, oder? Ja, hundertprozentig. Wenn ich Zuschauer wäre, würde ich wahrscheinlich genauso sein. Aber als Spieler ist es natürlich nicht einfach, mit den Fans dann umzugehen, aber weil man sich natürlich auch in einer gewissen Art und Weise natürlich irgendwo auch schämt vielleicht für die Leistung, die wir abgerufen haben und dementsprechend ist es nicht einfach, aber der Zusammenhalt ist immer da. Wir haben danach mit den Fans Aussprache gehabt und die Fans haben super reagiert, die Spieler auch. Und somit wissen wir auch, die Spieler und auch die Fans, dass es nur zusammengeht. Und das wollen wir am Mittwoch wieder gegen Sion zeigen. Stellt man sich nach einem 0:7 auch als Trainer ein bisschen in Frage? Ich glaube schon, dass jeder Trainer sich seine Gedanken macht. Aber in Frage stellen tun wir uns natürlich nicht. Wir haben am Mittwoch ein wichtiges Spiel. Und was sollen wir uns da in Frage stellen? Wenn wir das machen würden, würden wir sofort zurücktreten. Und das machen wir nicht. Wir haben dementsprechend eine Aufgabe hier. Und die heißt, dass wir am Mittwoch vor allem ein Spiel gewinnen wollen. Und dann kommen die nächsten Spiele. Und genauso wie man nach einem guten Sieg nach oben gejagt wird, nach guten Spielen im Endeffekt gelobt wird, genauso wird man auch dann nach einem schlechten Spiel in Frage gestellt. Das ist völlig normal. Aber also nach so einem Spiel stellt sich wahrscheinlich auch ein Joe Zimbauer von mir die Frage, was zum Teufel ist da jetzt passiert in den 90 Minuten? Ja, wir haben sieben Gegentore bekommen und wir haben keins geschossen und haben dadurch in der zweiten Halbzeit schlecht gespielt. Und die Frage muss man sich immer stellen, was passiert ist. Aber die haben wir uns auch schon vor Sion gestellt und da haben wir es wieder hinbekommen. Und genauso wird es auch wieder jetzt zu Hause gegen Sion passieren. Ärgert man sich nach so einem Spiel auch über die Mannschaft? Wo, wenn man Trainer ist, man hat einen Gameplan, man hat Ideen, man hat Vorstellungen. Und wenn das überhaupt nicht umgesetzt wird, da ist man ja wahrscheinlich nicht erfreut. Naja, wir haben die erste Halbzeit schon umgesetzt. Also, wir haben gegen einen hochkarätigen Gegner 1:0 zurückgelegen, mit einer Möglichkeit oder zwei, drei guten Möglichkeiten gehabt, die wir eventuell auch verwerten hätten können, wenn wir sie besser durchgespielt hätten. Dementsprechend war das ja nicht alles schlecht. Wir haben dann die zweite Halbzeit durch zwei Eigentore einen schnellen, hohen Rückstand bekommen. Die Mannschaft wollte dann vielleicht zu viel und dann ärgert man sich schon als Trainer, weil man dann eben nach dem 0:3 oder 0:4 ein bisschen auf die Bremse drücken muss. Und unsere Jungs wollten eben noch nach vorne und haben dann die Gegentore bekommen. Und das ärgert einen schon, aber letztendlich hast du manchmal Spiele, die du auch mal 2 oder 3:0 gegen Basel verlieren kannst. Ärgerlich zwar, aber kannst du verlieren. Aber 0:7 ist schon eine andere Situation.
Sie haben nach dem Spiel haben Sie den Blick schon nach vorne geworfen gehabt, haben gesagt, Mittwoch kommt der FC Sion in die AFG Arena. Das hat dort relativ schnell abhaken. Nachdem hat es gedacht, geht das wirklich so einfach? Ja, nützt uns ja nichts. Wir haben es gegen Vaduz auch abpacken müssen. Danach haben wir auch ein kleines Spiel gehabt, ein sehr schweres Spiel in Sion. Da haben wir es auch hinbekommen und genauso wollen wir es jetzt auch machen, abhaken. Abwischen, Helm aufsetzen, Baseballschläger kommt natürlich von euch mal her, ist klar, da wird es mal draufgeschlagen, das ist auch völlig normal. Man kann, und das sage ich auch deutlich, mit einem 0-7 zu Hause nicht zufrieden sein, ganz im Gegenteil, da muss man auch ganz harte Kritik annehmen. Aber aus dieser harten Kritik, die wir annehmen, werden wir auch das Positive hoffentlich am Mittwoch rausholen können. Wie bringt man das 0-7 aus den Köpfen raus? Es sind nur 2 Tage. Im Training kann man wahrscheinlich nicht mehr wahnsinnig viel machen. Also die Zeit ist ja sehr begrenzt. Ja, wir haben ja heute schon angefangen, mit der Mannschaft zu sprechen. Wir sprechen jetzt dann auch gleich nochmal mit Teilen der Mannschaft, mit Einzelgesprächen, so wie wir es auch nach dem Vaduz-Spiel gemacht haben. Und genauso werden wir es jetzt auch wieder machen.